Silberjubiläum beim SV BVB 49. Das alljährliche Wintersportfest wurde an diesem Sonntag zum nun schon 25. Mal ausgetragen. Wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass nach 25 Jahren immer noch so ein tolles Turnier mit einer so großen Resonanz vorhanden ist? Das Sportevent gehört mittlerweile fest zum Berliner Leichtathletikjahr dazu. Jugendliche in den Altersklassen von U10 bis U14 können sich hier im Weitsprung, Sprint, Staffel und 800 Meter Lauf messen. Dietmar Richter, Vereinsmitglied seit 1958 und einer der Initiatoren des allerersten Wintersportfestes, kann stolz auf diese Entwicklung zurückblicken. Die Sportler und auch die Eltern, die als Zuschauer dabei sind, sind genauso euphorisch, wie es auch beim ersten oder zweiten Wintersportfest war. Und ich bin eigentlich da ein bisschen stolz, dass sich das, was wir ins Leben gerufen haben, fortgesetzt wird. Dass die Jugend hier seit Jahrzehnten bewegt wird, entgeht natürlich auch der Politik nicht. Bundestagsabgeordnete Gesine Lötsch war anlässlich des Jubiläums vor Ort, um die Sieger zu ehren. Und es ist einfach toll, wie viele Kinder und Jugendliche kommen, welche Leistungen hier gezeigt werden und mit welcher Freude auch die Eltern, Verwandten und Unterstützer dabei sind. Denn ohne Ehrenamtliche würde nichts funktionieren und darum auch nochmal mein Dank an die Ehrenamtlichen. Aus sportlicher Sicht gab es heute einen absoluten Überflieger. Lennox Schmidt vom Kissingen SV Berlin. Nachdem er bereits die Goldmedaille im Hürdenlauf und Weitsprung abgeräumt hatte, konnte er auch im 60 Meter Finallauf mit einem Fotofinish gewinnen. Es fühlt sich gut an, vor allen Dingen, weil es im Finale einen Gegner gab, wo es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, wer gewinnt. Und im Sprung, wo ich das erste Mal mit dem Brett wirklich gesprungen bin, mit 4,68, freue ich mich auch drüber. Aber damit war noch nicht genug. Auch mit seiner 4x200 Meter Staffel der Startgemeinschaft Nordost sicherte er sich die Goldmedaille. Man kann nur gratulieren zu dieser absoluten Topleistung und gespannt sein, was uns im nächsten Jahr erwartet. Denn eines sollte klar sein, das Wintersportfest des SV BVB 49 wird sicherlich nicht zum letzten Mal stattgefunden haben.